Hallo und willkommen zurück zu Monster Hunter Welt. Welt. Also. Wen klatschen wir heute? Oder warte mal, was brauche ich für meine nächsten Rüstungen? Was sagt mir mein Teil hier? Spür, wo ist die Unschüsse da? Was ist ein Omni-Plegai-Beutel und Höllenbeutel? Boah, frag mich nicht, von wem das ist ist. auch hier. Frag mich nicht, von wem du das kriegst, Mann. Aber das tue ich gerade. Ich weiß es aber nicht. Wie heißen die Dinger denn? Back? Kannst du da nicht irgendwie draufklicken und sehen, von welchem Monster es kommt? Wo denn? Keine Ahnung, wo bist du denn? Wer bei mir die dicken Materialien aktuell? Steht das direkt hier auf der Page? Okay, der Sack kommt vom Großgyros. Hä? Spür, wo ist der Höllensack? Ist das vielleicht komisch übersetzt? Das Inferno-Hölle? Ach, gut möglich, ja. Aber warte mal, der andere Sack, der wird nicht mal gedroppt, der ist nur Quest-Reward. Das ist ja witzig. Ah, gut zu wissen. Okay, optionale Quests. Gucken wir mal, welche Leute haben wir denn? Du wärst der große Gyros. Haben wir den großen Gyros? Ne, den habe ich nicht am Quest. Okay, dann lassen wir den erstmal. Ja, wie wär's denn mit dem Ratian? Okay, wenn du da noch was brauchst von. Was? Nein, ist eine Quest, Mann. Also, auch gut. Ich meine, Säcke brauche ich von ihr. Bitte? Kann sie droppen. Okay. Hä? Okay, die sind sogar specific. Weird. Objekte verwalten wollte ich machen. Dann nehmen wir einmal das hier, damit ich wieder Ammo aufheben kann.
Aber kriegen wir jetzt generell weniger Ammo for free in den Kisten? Ist das einfach jetzt High Rank so oder wie? Das wäre mir noch nie aufgefallen. Es waren doch vorher immer zwei komplette Reihen voller Ammo in der Kiste. Jetzt sind es nur noch drei. Oder zwei Reihen davon, weil wir es so weit sind. Also, ja, dass da ja kein Unterschied auffällt. Ich bin irgendwo am Arsch der Welt gespawnt. Okay, ich nicht. Aber das ist ein Förderplatz für Kugeln. Ja, okay, du hast recht. Ah, ja, ich habe das meiste jetzt schon rausgenommen, aber... Ja, ich kann es gar nicht nehmen. Ich habe 9999. Jetzt nehme ich nur die anderen drei raus. Ja, also wie gesagt, ich habe 9999. Du brauchst da jetzt nicht sparsam zu sein für mich. Spielst ja auch nie damit an sich. Okay, ja, ja, machen wir einen Marker bei dir. Du zeigst mir den Weg. Den Rotkerner würde ich aber schon noch mitnehmen wollen. Das leichte Bogengewehr ist eine schnelle und bewegliche Fernkampfwaffe. Warum wollen die mir immer Sachen erklären? Keine Ahnung, wie man eine Wüfern-Explosion auslöst. Gib mir gefälligst den richtigen Control-Scheme und nicht den falschen. Steig eine andere Maus ein. Boah, ich schlag dich gleich. Ich bin mir zu 100% sicher, dass der richtige eingestellt ist. Das Spiel zeigt mir jetzt einfach nur nicht richtig an. Ich glaube, Paterlos kommt. Das machen die aber auch erst auf High Rank, oder? Das ist vorher, glaube ich, noch nie passiert. Oder sie waren noch nie zu zweit da, aber... Ernsthaft? Nee. Nee, es gab doch eine Low Rank Quest mit beiden als Event. Und du hast recht, ist nicht passiert. Aua, oh mein Gott, PTF. Das ist ja ein richtiger Sniper. Anscheinend wusste er, dass ich schieße. Hula. Glücklicherweise hat das nur die Katze getroffen, nicht mich. Oh, das hat auch, glaube ich, nicht erwischt. Ja, siehst du einen Unterschied bei meinen Lebensformen? Lass mich mal schauen, ob ich Dummkapseln noch irgendwo... Ne, hab keine dabei. Oh, aber hier sind Kälte. Ich bin vergiftet, das gefällt mir nicht. Der falsche, brauchen die da? Das stimmt. Aber ist ja irgendwie auch da. Ja, ist okay. Ich brauche mein Gegengift. Ich habe jetzt, also ich habe ein bisschen Giftresistenz, vielleicht das dabei haben.
Weiß nicht, ob das schon reicht, um immun zu sein. Nee, die dritte Stufe ist die Immunität. Aber verringert wahrscheinlich die Chance, oder, dass ich vergiftet werde. Ja, irgendwas wird schon tun, das was da steht. Giftansammlung oder so. Warte, das ist der rote. Vielleicht. Wo ist die grüne? Ist die noch irgendwo da unten? Ist abgehauen. Auf hier hinterher. Der haut auch ab. Ah ja, muss ich mal auf der Map markieren. Warte, ob ich dich markiert. Hey, warte mal, die sind ja beieinander. Hier läuft. Ich sehe sie doch schon. Hallo, Blauer. Aua! BTF, Alter. Die sind einfach so komplett aufgeschleudert. Ja, also die Quest, die du dir ausgesucht hast, ist im Endeffekt, auch wenn man nur ein Zielmonster hat, kämpft man die ganze Zeit gegen zwei. Ja, da ist ein Schwanz abgebrochen. Okay, anscheinend war die Schrot ganz gut dagegen. Gucken, ob ich lang genug daran greifen darf, dass ich den... Nein, weil er geschrien hat. Ansonsten hätte es funktioniert. So, mein Schwanz. Oder Stachel. Versuch's bitte mal gegen den Baumstamm hier zu kriegen. Den vorbei? Egal. Aber kämpfen die jetzt gegeneinander? Oh mein Gott. Nein! Bitte mach mir nicht nochmal Schaden, das würde ich nicht aushalten. Kann dich ein bisschen heilen. Au. Okay, mein. Ah, gut, lass dir das dabei. Ja. Weiß aber nicht, wie lange das braucht, bis ich wieder alles und so. Alter, dieser Scheiß. Gegner. Oh, ich habe sogar Giftschüsse. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei der so viel bringt, oder? Die macht ja auch Gift. Aber Schüsse, die irgendwie die Drache sind oder so? Schaut nicht so aus. Alter, die haben den Baum gefällt. Nice. Das schafft uns Zeit. Okay. Was uns ebenfalls Zeit verschafft, ist das hier. Meine Katze hier nicht runter? Egal, dann geht mir eine Heilung hin. So, wir haben nur noch einen Gegner. Ah, die haut natürlich auch ab, okay. Das lag aber nicht an mir. Aber ich habe jetzt Dunkkapseln, also werde ich sie auch benutzen. Wo ist der Schwanz? Ah. Ach, da oben. Aber ich denke schon, dass Performation Reichweite ist, weil das sind, glaube ich, auch welche, die länger brauchen zum Nachladen normalerweise, wenn man nicht den Nachladespeed erhöht hat. Die sind immer zu zweit. Ich frage mich, ob ich ihn überhaupt weglocken kann. Oh, alte Radiatoren. Die chillen irgendwie immer beieinander. Okay, ich habe ihn weggelockt. Denke ich mal. Keine Ahnung. Oder das war Zufall. Sie ist noch da.
Wir sollten sie jetzt unbedingt behindern, damit sie auch nicht abhaut. Hier, Bombe. Nein, ich hau nicht ab. Okay, was für eine Bombe willst du? Was schon, die chillt ja gerade so. Ja, meine Bombenkapseln sind daneben gegangen. Darum ging's. Jetzt macht sie diese Angriffe. Nervig. Ah, das. Oh, sie fliegt schon wieder weg, oder? Die Kampfmusik hat aufgehört bei mir. Sie ist auf jeden Fall noch da. Sie hat oder auf jeden Fall zwei müde? Explosive Sachen jetzt auf sich drauf. Ich glaube, sie ist müde gewesen. Oh, schau mal, sie ist. Die müssen wir aber nicht fangen, oder? Was hat die Quest fangen gesagt? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube nicht. Ich schätze mal, wir können ab ins Nest. Ja, Jage steht da auf jeden Fall. Okay, Performation. Oh, scheiße, es ist eine Stufe 1. Die hat gar nicht ganz so viel Reichweite, wie scheint. Na gut, das ist eigentlich auch eine meine Reichweite. Naja. Jedenfalls sind noch zweimal Explosion am Marsch. Oh, ich krieg Besuch. Okay. Wie unerwartet. Kommen sie etwa zu dir oder was? Ja. Ich laufe um die halbe Map, um an sie ranzukommen, dann geht sie zu dir, oder wie? Ja, ich bin hochteleportiert und in ihr Nest gegangen und jetzt ist sie hier im Nest gelandet. Das ergibt doch Sinn. Ich glaube, Rathalos kommt auch gleich. Okay, er ist mit einer Dunkelkapsel weggeflogen. Dann komm mal her. Ja, bin auf dem Weg. Einmal hier hoch. Dann klettern wir hier durch. Das leichte Bogengewehr ist eine schnelle und bewegliche Fernkampfwaffe. Oh nein, tu das nicht! Staudamm! Au, oh mein Gott. Ich dachte, der Staudamm wird sie aufhalten und dann rollt die sich nochmal so an mich dran. Oh, ich glaube, sie wird abgespült. Ja, ich spüle mich jetzt auch mit runter. Hatte ich auch gerade vor, aber das Wasser weg. Ich durfte nicht. Das ist Kacke, die da lag. Okay, Schwert zuerst. Keiner da. Ein Schuss. Ich habe so viel Damage gemacht, sie war quasi schon da. Ein Schuss. Ja, die Umgebung darf Monster nicht töten. Die hat also ein HP übrig. Nur Schuppen, Wahnsinn. Als ob sie keine anderen Drops hätte. Wir haben aber auch irgendwie nicht viel erreicht. Alter, wie sie am Regnen ist. Römen. Ah, hier drin regnet es nicht. Hä? Bist du von der anderen Seite gekommen? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich glaube jetzt schon, dass ich dich gerade gesehen habe. Ich bin einmal im Kreis gelaufen oder so. So, was haben wir? Konstitution.
Lähmungswiderstand, Giftangriff, Giftbeschichtung, Affinitätsschlittern. Ah, naja. Ah ja, ein Masterduel ist wieder durch. Dieser Unruhestifter wird noch mehr Ärger machen, wenn wir nicht losziehen und der Sache nachgehen. Ich habe gelesen, dass es wieder ein Duel Cup gibt. Das ist gut, gell? Gibt keine Decks. Duel Cup ist halt das, wo ich nicht wirklich weit komme. Das ist ein bisschen schade. Ja, das tut mir leid nicht. Das heißt, du möchtest unbedingt Yu-Gi-Oh! Spielen jetzt. Ach, machen wir das da. 6-Sterne-Quests. Also ich habe gerade zweimal den Zora Magdaros als optionale Quest. Aber solange du den seine Rüstung nicht machen musst, brauchen wir die jetzt nicht wiederholen. Mein, schauen wir mal, der, ob sie bei mir auch wieder da ist. Also 6-Sterne-Quest habe ich 2 volle Seiten und dann noch 2 Sachen auf der dritten Seite. Schon krass. Also ich bin dafür. Ich weiß nicht. Also ich hab nicht seine. Ich würde jetzt dann tatsächlich langsam aufhören wollen. Also letzter Part. Willst du noch irgendwas Kleines machen? Ja, erstmal müssen wieder Rüstungen gecraftet werden, du. Achso, ja, dann ist der Part wahrscheinlich eh lang genug. Wenn du das machst. Einmal die Legierungsrüstung durchziehen und ich glaube, dafür habe ich genug Zeug jetzt aktuell. Was definitiv cool ist. Ach, Legierung Alpha. Legierung. All diese Legierung. Korallenkristalle habe ich am wenigsten. Dann weißt du ja, wo du hin musst. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob ich so viel mehr davon brauche, aber davon habe ich auch am wenigsten. Also ja, gucken, ob die Argosi ab und zu welche vorbeibringt. Okay, das sind alle auf dem Bereich. Andere Nasenbein. Okay. Nasenbein, ist das was Bestimmtes? Bein von der Nase, was sonst? Da fehlt dir das noch, oder was? Ja, davon. Ich schätze mal, wir müssen seinen Kopf brechen, vermutlich. Kannst du ja dein Jägerhandbuch fragen. Also dadurch, dass ich zu schnell töte, ist durchaus möglich. Also gut, Andernet haben wir noch gar nicht gemacht. Beim Barot bin ich fast sicher. Nee. Da ist eigentlich irgendwie alles gebrochen, das Langschwert. Trifft mehrere Teile gleichzeitig und wenn ein Teil schon gebrochen ist, hält's fürs nächste, schätze ich mal. Naja, ja, falls dir wirklich irgendwann mal was Spezielles fehlt, muss man halt echt drauf achten, das auszulösen. Und vielleicht braucht man dann irgendwann mal wieder diese, wie nennt sich's, Untersuchungen oder keine Ahnung. Ich gehe jetzt mal in den straighten Knochenbaum rein. Womit? Ja, immer noch das leichte Bogengewehr. Wie lange spielst du das noch? Ja, bis ich im Baum nichts mehr bauen kann. Dann wechselst du zur nächsten Waffe, die du nicht kennst, oder wie? Ja, genau, so ist der Plan. Ein schwere Bogengewehr. Vielleicht, aber das ist so langsam. Ja, na und du willst alle 14 Waffen craften. Kein Problem. Ich weiß, aber da kann ich zumindest mit Mörser schießen. Ja, gut. Auch wenn ich das schön, dass dich das mehr nervt.
noch einen Baum? Keine Ahnung. Boah, keine Ahnung. Ich meine, ich weiß nicht, was die Umbauten das hat. Vielleicht kann man das ja auch so umbauen, dass man damit ein bisschen schneller ist. Oder hat das keine Umbauten? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Weiß jetzt nicht, ob das nur für das eine ist oder ob beide das können. Also die einzige Fernkampfwaffe, die ich gern benutze, ist das leichte Bogengewehr. Aber ich habe nicht alle allzu lang benutzt. Okay, ich dachte, da war ein Unterschied. So, da geht der Knochen straight durch. Knochen? Ja, Knochen. Straight durch? Ja, straight auf den Knochenbaum. Fängt man an und geht einmal bis nach... Ja, bis zur Kraftbüchse 3. Wie viel der Waffe ist das? Oder sagen wir die Seltenheit. Daran kann ich besser messen. Die Seltenheit, 5. Ah, okay. Für die 6 brauche ich irgendwelche Knochen, die ich noch nicht kenne. Ja, wahrscheinlich die aus dem 5. Gebiet, das du freischalten würdest, wenn wir die Main-Quest machen würden. Was? Nein, wer macht denn die Main Quest? Du bist ja, aber hast du denn, wir haben aber auch noch nicht alle, wir haben glaube ich im na, wie nennt sich's, Tal der Toten, was weiß ich, da haben wir doch auch noch nicht gelootet, also da hast du noch keine Hiring-Expedition gemacht, glaube ich, also vielleicht ist es auch erst einmal Erz von dort noch. Wenn da auch nochmal ein spezifisches Erz war. Ich glaube, dass jedes Gebiet ein neues Erz bekommen hat. Und dann gibt's halt noch ein oder zwei allgemeine neuen High-Rank-Erze. Oh warte, ich hab... Was soll ich herstellen? Ich hab wieder Sachen sie alle noch die Low-Rank-Erze. Genau, Dekor anbringen. Jetzt habe ich natürlich aktuell nur in der Waffe Dekor. Was meinst du macht am meisten Sinn? I don't know. Warte mal, schauen wir mal, was ich aktuell mit der Rüstung überhaupt habe. Die Rüstung hat Wasserwiderstand, Schelle Schärfe, Verteidigungsbooster... Geologe kommt von dem anderen Ding, Giftwiderstand und Windsicherheit. Okay. Ja, ich habe das, dass mein Wasser schneller laufen kann. Pest, Gift, Lähmung. Oh, Lähmung habe ich hier sogar zweimal. Angriff. Ausdauerdieb und des Palikos mehr Schaden machen. Was meinst du, macht denn da am meisten Sinn von den Sachen? Hallo? Sorry, ist zu laut. Ich muss gerade noch den Boss fertig machen. Ich bin in Genshin. Also, du hast Sachen genannt, die ich noch nie benutzt habe. Wie sinnvoll die sind, so metamäßig kann ich dir nicht sagen. Ausdauerdieb klingt irgendwo cool, aber habe ich noch nie benutzt. Und Palico-Versammlung. Erhöht die Fähigkeit bestimmter Angriffe, Monster zu ermüden. Ja, aber. Dann sind sie halt schneller ermüdet. Okay, gut. Ich weiß nicht, ob ein das Leben rettet. Ich weiß nicht. Macht Lame-Widerstand Sinn? Ich weiß nicht. Lähmungswiderstand. Ja, wenn du gegen Großgyros kämpfst, macht Lähmungswiderstand Sinn. Ansonsten. Achso, ist er der Einzige, der das macht. Nicht der Einzige. Aber der Erste, der mir einfällt, der uns begegnen wird. Achso, Lähmung ist nicht das Schreien, was irgendwie jeder macht. Nee, du brauchst Ohrstöpsel, wenn du was gegen Schreie tun willst. Was glaubst du, das habe ich die ganze Zeit mit der gleichen Rüstung rumlauf. Ich bin jetzt sehr bequem angezogen. Ich habe vorhin noch mal ein bisschen umdekoriert und die Donnerabwehr rausgenommen. Keine Ahnung. Gehen wir einfach nicht drei mehr Angriffe. Und ich habe Ohrstöpsel 5, also mich hält nichts mehr auf. So, bauen wir das Bogengewehr noch um. Einmal bitte den Nachladenassistent dreimal rein. Damit jeder Scheißdreck schnell nachgeladen wird. Weißt du, also am Anfang solltest du dir wenig Gedanken machen bei den Dekos und einfach die Standardsachen nehmen. Angriffsboost, Verteidigung, Wertverbesserungen, leichte.
Die machen da prozentual noch mehr aus als später. Ich habe gerne Verteidigungsboost dabei. Warum bist du wieder überlastet, Codierer? Das weiß nur der Codierer. Du weißt das nicht. Da hast du aber recht. Was sagt denn meine Wunschliste jetzt eigentlich? Die sagt mir, dass ich auf jeden Fall einen Haufen Vespoids töten muss. Das klingt einfach. Und einen Haufen von den Hornetower-Viecher. Klingt auch einfach. Ich baue diese Omni-Boilers. Warte, welche Rüstung kommt zuerst? Zuerst kommt, glaube ich, die zweite Legierungsrüstung. Klingt auch einfach. Ja, genau, aber danach wird Königskäfer kommen. Das heißt, danach brauche ich die Hornetower-Rückenpanzer. Spätestens dann müssen wir ins, wie auch immer es heißt, Rotten Valley ist es doch im Englischen. Keine Ahnung, also. Ah ja. Gut, ich würde sagen, wir werden nicht vergessen und ciao. Tschüss.